Das ist in der Tat ein ganz schrecklicher Morgen, ein ganz trauriger Morgen, einer, der mich persönlich auch wirklich fassungslos und sprachlos zurücklässt. Es sind 9 Menschen ermordet worden. 9 Menschen ermordet worden, auch wenn wir die Hintergründe noch nicht ganz genau wissen, aber doch schon sehen, dass es ein Motiv gab, ein rechtsextremes Motiv, dass es das Gift ist, Menschen als Gegner zu sehen, sich selbst als etwas Besseres zu sehen, aus Mitbürgern Fremde zu machen. Das ist ein Gift, das immer stärker in unsere Gesellschaft eindringt und das am Ende zu diesen Taten führen kann. Und das ist ein Morgen, an dem die Gedanken vor allen Dingen an die Opfer gehen, an ihre Familien, an die, die ihre Söhne, Töchter, Ehemänner, Ehefrauen verloren haben. Und es gilt jetzt wirklich, die Hintergründe sauber aufzuklären und vor allen Dingen auch die politische Debatte darüber zu führen, welches Gift es ist, das unsere Gesellschaft zu dem macht, die so etwas hervorbringt, was wir heute Morgen gesehen haben. Aber unabhängig davon, wie man den Täter einschätzt, scheint es so zu sein, dass er rassistische Motive, fremdenfeindliche Motive und damit auch rechtsextreme Motive angeführt hat. Und das bestärkt mich in meiner Haltung, dass es für die CDU immer ganz klar sein muss, im Übrigen nicht nur für die CDU, sondern für alle Parteien in Deutschland, dass es keine Zusammenarbeit mit der Partei geben darf, die zum Teil rechtsextreme, ja, ich sage auch ganz bewusst Nazis, in ihren eigenen Reihen duldet und die eine Grundlage legt, auch in der politischen Diskussion, für genau dieses Gedankengut. Das ist die politische Aufgabe, die wir haben. Das ist meine ganz persönliche Haltung, das ist auch meine Aufgabe, die ich auch als Mitglied der CDU, aber auch als Vorsitzende der CDU sehe. Und deswegen, wir haben einen ganz harten Beschluss, keine Kooperation, keine Zusammenarbeit in keiner Form mit der AfD. Und wie wichtig das ist, diese Brandmauer zu halten, das sieht man an einem Tag wie Hanau.